Turmspringen, Poker, Küchengeräte. Die Liste ließe sich sicherlich um etliche Punkte erweitern, wenn man sich die Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen anschaut. Doch an neuen Konzepten mangelt es offenbar. Das muss nicht so weitergehen, glaubt man zumindest einigen Jugendlichen aus dem beschaulichen Ort Maudach. Ich bin der Ruben. Ich bin der Christian. Und ich bin der Michael. Und wir machen Weitpinkeln. Menschen wie wir. Wir haben uns heute an diesem schönen sonnigen Tag zum Weitpinkeln getroffen und meine Kollegen und Mitstreiter bereiten gerade das Spielfeld vor. Der Bereich wird abgesteckt und nochmal der Sand durchgerecht. Was zum Ablauf? Wir werden abwechselnd weitpinkeln und das über mehrere Durchgänge. Und der Pinkler mit der weitesten Strecke gewinnt. Sonst gibt es keine Regeln, man darf mit einer Hand pinkeln oder auch mit beiden. Weitpinkeln, so sind sich die drei sicher, ist durchaus eine Sportart, die es ins Abendprogramm schaffen kann. Ich sehe, du trinkst das einzige Bier. Wie kommt's? Ja, Bier treibt bei mir einfach unheimlich gut und riechen tut es dann auch nicht verkehrt, wenn erstmal der Damm bricht. Und im Winter, ja, da dampft es auch richtig schön. Alkohol vor einem Wettkampf? Beim Weitpinken ist alles möglich. So bereitet sich jeder ganz individuell auf den Wettkampf vor. Und wie viel? 2,93 Meter, eine stolze Leistung. Jugendliche Bierlaune oder ernstzunehmendes Unterhaltungskonzept? Diese drei Jungs glauben an den Erfolg ihres Spiels, denn sie haben einen Traum. Einmal mit einem Showgigant wie Stefan Raab zusammen eine Runde Weitpinkeln vor einem Millionenpublikum veranstalten zu können. Wir sind auf jeden Fall schon einmal auf die Reaktion von ProSieben gespannt. Genügend Personen für eine Promi-Ausgabe würden sich bestimmt wie immer finden.